Hallo, mein Name ist Tamara. Ich bin Künstlerin und banne tierische Kindheitserinnerungen auf Leinwand, denn viel zu schnell vergeht die Zeit, in der wir unsere Kinder und unsere Tiere miteinander erleben dürfen. Und ich halte sie fest, diese schönen Momente, und schaffe Erinnerungen für Menschen, denen das wichtig ist. Mehr über meine Kunst kannst du auf meiner Website erfahren, tamaratavella.com mit V und Doppel-L. Und heute geht es weiter mit dem dritten Auftragsbild. Ich habe noch ein bisschen was am Hintergrund gemacht, damit der Hund etwas weiter nach vorne kommt. Musste ich hier ein bisschen aufhellen. Und jetzt werde ich beim Gesicht weitermachen. So, meine Vorlage muss ich mir hier hinlegen. So, ich hab mir vorhin noch mal schnell weiß gemischt. Denn das werde ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen brauchen. Das Gesicht liegt eher im Schatten. Das wird jetzt nicht ganz einfach werden, denke ich, hier eine Farbe zu finden, die auch passt. Ich mische ein bisschen Blau mit rein und ein bisschen Rot. Und dann werde ich mal schauen. Aber es glaube ich ist etwas zu grau. Ich nehme noch ein bisschen Braun. Es soll ja nicht fahl wirken. Aber trotzdem muss es eine Schattenfarbe sein. Wird hier nicht so einfach werden. Das ist jetzt etwas zu dunkel, finde ich. Viel zu dunkel. Noch ein bisschen weiß. Wenn man dann genau auf der Vorlage sich das anschaut, sind das eben tatsächlich Grautöne. Aber ich muss das dann eben so hinkriegen, dass es nicht zu fahl wirkt und trotzdem im Schatten. Und man einfach trotzdem das Gefühl hat, dass es im Schatten liegt, das Gesicht. Denn sonst passt das nicht mehr zusammen und das ist nicht so gut. Deshalb muss man schon darauf achten. Dass das stimmt mit Schatten und Licht. Also bei diesem Bild wird bestimmt das Gesicht die größte Herausforderung, denke ich mir. Aber es kann auch sein, dass ich es trotzdem schnell schaffe und nicht so große Probleme damit habe. Aber es kann auch sein, dass ich damit kämpfen muss. Hier haben wir eben eine leicht helle Stelle.
Ich finde die Vorlage ja richtig toll. Aber eben das Gesicht ist nicht so einfach. Aber vielleicht meine ich das ja jetzt auch nur. Und es geht dann noch. Das wird sich noch herausstellen. Es hat jetzt auch eine schöne Tiefe bekommen. Also es hatte gestern schon Tiefe, aber durch diese Schichten ist es jetzt nochmal, hat es einfach nochmal mehr Tiefe bekommen. Da es einfach mehrere Bereiche gibt. Ich hoffe, man versteht, was ich meine. Ich möchte auch hier dann noch, ich weiß jetzt noch nicht, wie wir die Farbigkeit hier lösen werden, aber auf der Vorlage sieht man hier auch noch ein Stück Himmel. Das möchte ich schon noch sehr gerne mit einbauen. Dann haben wir noch mal mehr Unterteilungen. Und dann bekommt das Bild wirklich eine schöne Tiefe. Es ist auch sehr dynamisch mit der Bewegung. Also ich finde das Motiv schon sehr cool. Jetzt müssen wir es nur schaffen, die Farbigkeit zu harmonisieren, zu einfach so zu gestalten, dass es dann auch schön harmonisch wirkt. Ist schon ein bisschen besser, wie es vorher war. Auf jeden Fall. Ist schon mal gut. Geht schon in die richtige Richtung, finde ich. Das war jetzt etwas zu hell. Wir können die helle Farbe hier am Ohr verwenden. Denn hier haben wir ein Licht. Müssen wir das wieder ein bisschen abdunkeln hier. Hier geht die Backe entlang. Vielleicht noch ein bisschen braun zum Abdunkeln. Prinzipiell etwas dunkler, weil es etwas im Schatten liegt. Und
hier am Auge, es ist auch etwas dunkler. Das Auge liegt ja innen im Schädel. Also soll ich das jetzt beschreiben? Ihr wisst das bestimmt, was ich meine. Es liegt halt etwas tiefer. Das war das richtige Wort, das ich gesucht habe. Es liegt etwas tiefer und deshalb gibt es da auch immer einen Schatten. Manchmal fehlen mir die richtigen Worte, um etwas zu beschreiben. Ei, ei, ei. Hier ist es ein bisschen heller. Er hat einen sehr konzentrierten Blick. Den gilt es jetzt einzufangen. Ich mische mir mal eine Lippenfarbe. Ganz passt es noch nicht, aber am Gesicht mache ich meistens später sowieso noch immer was. Also es bleibt selten so, wie es am Anfang, wie ich es einfach begonnen habe. Meistens, wenn es fertig ist oder wenn ich das Gefühl habe, es wird langsam fertig und ich es dann noch ein bisschen stehen lasse, dann mache ich fast immer noch was am Gesicht. Es ist jetzt auch nicht wichtig, dass es sofort richtig da ist, sondern es geht mal einfach darum, dass es halbwegs passt. Und dann später, zu einem späteren Zeitpunkt, wird es dann sowieso nochmal bearbeitet. Und dann werden eben Ähnlichkeiten auch nochmal besser herausgearbeitet. Also das ist nie das Finale. Dann werden eben meistens auch diese Falten noch mal etwas zurückgebracht, dass es nicht zu stark wirkt. Aber jetzt muss ich sie mal einfach herholen, damit wir sie hier haben. Und dann kann ich sie immer noch mal abschwächen. Noch hat es nicht viel Ähnlichkeit mit dem mit der Vorlage, finde ich. Also da wird es schon noch ein bisschen was brauchen, bis es dann wirklich passt. Ist dann ja auch immer gut, wenn man dann wieder springt und wieder mal was anderes macht. Sonst sieht man irgendwann nichts mehr. Oder es wegstellt. Das geht auch. Ich auch manchmal. Okay. Ja, da muss ich noch einiges machen. Vielleicht auch als nächstes auch die Haare. Dann sehe ich dann auch besser, wie wir mit dem Rest weitermachen.
Ich wünsche euch einen schönen Tag und wir sehen uns morgen. Tschüss.